Jo, herzlich willkommen, Duftetypen, zur Gothic. Supergeil. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Wir sind auf jeden Fall ins neue Lager, wie es scheint. Ja. Was hat man vor? Waren wir mit schon irgendwelchen Leuten? Ich glaube, am Reisfeld waren wir schon, ne? Ich erinnere mich, am Reisfeld waren wir, haben uns ein bisschen Wasser gegönnt. Den Wasserbug, sagen wir mal, haben wir gezeigt. Jetzt ist ein Tag vorbei und ich mache meine Erinnerung. Wenn wir jetzt zu Lefty gehen, müsste der uns verhauen wollen. Und jetzt wird es ein Problem. Weil ich habe ja gesagt, wenn mich jemand zu Boden schickt und mir das Erz klaut, dann ist das so. Und das könnte bei Lefty passieren. Deswegen frage ich mich, ob ich mich da überhaupt nochmal runtertraue jetzt so. Aber ich glaube, der wird uns definitiv aufs Maul kloppen. Wir haben auch noch Lernpunkte. Könnten uns auch noch erstmal noch ein bisschen stärker machen. Und wir reden erstmal mit den anderen, würde ich sagen. Ne? Lefty, haben wir demnächst platt. Homer, wer bist du denn? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Unter Auf diese Wasser. Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Ja, ist normal. Hast du den Damm gebaut? Hat er den gemacht? Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Ah ja, also du hast nicht den Damm gebaut, du hast nur rumgestanden und die Leute kommandiert. Das hast du gemacht. Sag das doch gleich, dass du den nicht gebaut hast. Kann man dir helfen? Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Ja, wo ist das? Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Auf der anderen Seite vom See. Wollen wir die mal auschecken? Ich weiß nicht, ob wir so einen Lurker kaputt kriegen. Ich würde sagen, finden wir es raus, oder? Oh, die haben es aber eilig. Naja, bevor Lefty euch verprügelt, ne? Ab aufs Reisfeld, ihr kleinen Streuner. Die Bauern. Wir sind so schlau und gehen einfach gar nicht mehr aufs Feld runter. So, irgendwo hier muss er ja sein, ne? Der Lurker. Wir haben noch keinen Lurker erlegt. Das gilt es jetzt herauszufinden. Da ist er. Auf jeden Fall abspeichern, würde ich sagen. Bevor uns das Vieh plättet. Und dann muss man nochmal mit dem Homer labern. Das wollen wir ja nicht. So. Wünscht mir Glück. Okay, wir machen gar keinen Schaden an dem Vieh. Oh. Es dauert. Boah, kotze ich ja schon ab, Alter. Aber es hat uns noch nicht getroffen, das ist schön. Aber das dauert ja ewig und 3 Tage, ey. Oh, sind wir zu nah dran, ne? Ja. Das hätte mich auch gezogen, die Scheiße. Aber ich bin auch aus dem Rhythmus gekommen, ne? Ich habe einmal zu weit nach vorne gedrückt. Na gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass das Spiel nicht abkackt beim Laden. Das kennen wir auch. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Und zwar, das Spiel hat sich ja bei mir irgendwie. Ah, ne, nicht irgendwie. Das war durch Spine, weil ich zwischenzeitlich mal Spine gestartet habe. Und dieses komische Dreckstool, das versaut einen immer alle Installationen, die man schon irgendwie auf dem Rechner hat. Und als man das ganze Gothic hier umgebastelt, durfte ich alles erstmal wieder neu installieren. Richtig schäbig. War alles ungepatcht, ungedingst, alles irgendwie, hat das Ding einfach die ganze Schachtel zurückgesetzt. War ziemlich ärgerlich.
Das hat erstmal ewig gedauert, das Ding hier wieder einzubasteln. Mann, Mann, Mann. So, den Lurker lassen wir locker sein. Ich glaube, das könnte eine ganze Weile dauern, darauf zu prügeln. Wir müssen uns erstmal stärker machen. Vielleicht können wir hier noch irgendwelche Aufgaben erfüllen. In der Kneipe ist doch immer was los, ne? Können wir mal in der Kneipe fragen. Leute, es gibt was zu saufen. Wo willst du denn hin? Na da rein. Na da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja, und ich habe eine Butlerhose an. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Ja, vielleicht die Hose ausziehen, ne? Ohne Hose, vielleicht jetzt? Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. Brauchen wir extra die Schürferhose wahrscheinlich, ne? Aber die kostet wahrscheinlich auch ein bisschen was. Erz als Eintrittsgeld? Nee, nee. Ich habe zwar, ich glaube, ein paar hundert hatten wir, ne? Also ein paar hundert hatten wir. Komm nicht in die Kneipe rein. Banditen. Hallo, Banditen. Dann können wir uns mal hier mal ein bisschen angucken. Ein bisschen mal umschauen. So. Kurz ein Päuschen gemacht. Ich habe mir eine Zigarette gebastelt. So, gucken wir uns mal an. Ich glaube, mit dem konnte man sich auch prügeln, ne? Wollen wir das Risiko einfach mal eingehen? Ich bin immer so vorsichtig, aber dann könnte ich... Also wenn ich ihn schaffe, schaffe ich auch Lefty. Ja, ne? Probieren wir es. Speicher trotzdem mal ab. Aber laden werde ich nicht. Wenn er mich umprügelt und mir das Erz abnimmt, dann ist das so. Wie sieht's da aus, Kollege? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ist ja ernst nett. Nee, an seiner Hütte will ich nicht hämmern. Noch ist ja seine. Zeigt dann Hammer in der Luft. Hallo? Okay. Ah nee, wie war das? Ich glaube Gorn oder so hat uns erzählt, dass wir die Hütte haben können, ne? Oder dass die frei ist. Die Söldner. Das sind die guten Söldners. Ordentlich gefüllt hier mit Söldner. Alles nur Söldners. Söldner, Torloff. Hey, hier können wir mal anquatschen. Na du? Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Ne? Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Kam nicht so gut an. Die Meuterei. Ja, wenn du gewonnen hättest schon, ne? Ja, ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Ja. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Habe ich keine Probleme. Stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Er ist auch gut gemacht, ne? In dem Untertitel ist es extra groß geschrieben, damit man den Tipp, den er eingibt, auch ja versteht. Die Prüfung des Vertrauens. Alles klar. Mehr hast du nicht? Nur den Tipp, dass wir da die Liste klauen können. Stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal machen. In die Mine. Da gehen wir aber rein, wenn ich ein bisschen stärker bin, weil dann kann ich schon die ersten Minecrawler da umklatschen. Aber ich glaube, die waren auch nicht so stark, die ersten Minecrawler-Viecher. Das ist der Gorn, der gute Gorn. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Bester Mann der Gorn. Was macht man denn so als Söldner? Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Das ist eigentlich ein ganz nettes Angebot. So ein bisschen Aufpasser spielen, ne? Kann ich irgendwo pennen?
Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemanden aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Naja. Respekt, Schellebraucher. Was muss ich denn tun, um hier aufgenommen zu werden? Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Ja. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Ja, ja. Bis später. Ich sollte mich denen anschließen. Ich brauche viel Erfahrung, alles klar. So, Shrike. Die Stunde ist gekommen. Einfach wegprügeln. Kann man ihn nicht nochmal irgendwie anlabern? Nö. Einfach umprügeln. Das ist gut. Vielleicht haben wir dann einen Vorteil. Müssen wir den Vorteil für uns nutzen und ganz schnell machen. Weg! Einfach rauf spammen. Komm schon! Oh, haut aber auch Kellen rein, ne? Ah, scheiße. Kann man doch sowas. Das klaut er uns Herz. 438 hatten wir. Lieber würde ich dich umbringen, aber das Erz ist auch nicht schlecht. Und jetzt heilt er sich auch noch hoch, die Sau. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt nochmal wegprügeln. Aber wir haben jetzt ja nichts zu verlieren, ne? Wir heilen uns hoch und probieren es einfach nochmal. Oder? Okay. Auf ein neues. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ach, wir haben auch einen Ring. Mordrex-Ring. Geschick-Bonus. Ja, können wir mal anziehen. Ach stimmt, Mördrak hat uns hergebracht und hat uns den gegeben. Das war gar nicht so schlecht. Haben wir irgendwas zum Heilen hier? Steinwurzel, Mana-Bonus. Die Waldbären waren immer gut, ne? Ach, sind die mickrig. Haben wir nicht noch einen Trank? Kann auch mal schneller gehen hier. Ja, der macht da wenigstens was, der Trank. So. Seraphis. Das gibt auch. Eigentlich ist doch giftig, das Zeug, ne? Da kriegt man doch voll die Scheißerei von. Gut. Wollen wir ihn nochmal anlabern? Ey, du, ich will mein Erz zurück. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ja, möchte ich. Ich frag mich, ob man bei Gorn verkacken kann noch, weil wir haben ja erst verkackt, so. Hat er das mitbekommen? Du hast es doch gesehen. Sag mal, der säuft auch den ganzen Tag. Bis später. Dem ist es egal. Das heißt, wir haben bei ihm einfach so viele Versuche frei, wie wir brauchen. Naja, Erz können wir nicht mehr verlieren. Dann auf ein neues. Ach, du Kack. Das war schlechter als vorher, ey. Aber durch dieses Rückwärtslaufen kann man nicht blocken wie bei Gothic 2. Das ist richtig scheiße. Ah, oh, ich bin so schlecht. Aber vom Damage her geht's, ne? Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen mehr Crit-Luck haben. Ich glaube, das wird unsere Aufgabe jetzt, den Shrike kaputt kloppen. Ich will mein Erz zurück. Hä? 439? Wir haben noch... Wie jetzt? Wieso haben wir noch Erz? Ich dachte, er hat uns alles abgenommen. Ist das so verbuggt? Wenn er jetzt auch so viel Erz dabei hat... Oder hat er uns nur die Hälfte genommen von dem, was wir hatten? Dann hatten wir vielleicht so 800 noch was oder so, ne? War 900? Ha, das gilt es herauszufinden. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Hat uns auf jeden Fall 400 weggenommen. Ich weiß es nämlich gar nicht aus dem Kopf, wie viel wir vorher hatten. Ich glaube, wir hatten doch schon so an die 1000 Erz, ne? Okay. Weg. Aber er behält sein Leben, das ist gut. Jetzt können wir ihn langsam und sicher runterkloppen. Oh. Er hat gesessen. Tu das nie wieder. Ah, er nimmt uns nochmal 219. Lieber würde ich dich umbringen. Also er nimmt immer die Hälfte. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut. Nein, heil dich nicht. Heil dich nicht. Ich will das alles zurückhaben. Nein, das dauert dann so lange. Aber die nehmen uns hier die Waffen nicht ab.
Ist ja auf, dich hier hoch zu boosten, du Sau. Ja, jetzt macht er das auch, ey. Ja, geh lieber da kloppen. Mann, 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 eine Aufgabe. Weg mit. Jetzt hat er gleich unser ganzes Erz. Der freut sich. Der geht heute Abend richtig saufen, der Kumpel. Ah, mal gucken. Weg mit. Ah, wollte ich zurück. Hätte draufhalten sollen, ne? Wir könnten auch ein bisschen leveln oder uns noch mal Stärke holen, damit das alles besser funktioniert. Aber den hauen wir jetzt weg. Gesessen. Jawohl! Her mit der Keule! Hämmerlein. Der Kampf ist entschieden. Rasiermesser, Fackeln, alles. Und das Erz vor allem. Mein Erz! Brauch mein Erz, Freund. Das dauert, ey. Ich glaube, wir haben weniger eingesammelt, bis der wieder aufsteht, ey. Jetzt steht er wieder auf, die Sau. Leg dich hin! Brauch mein Erz. Der Kampf ist entschieden. Ah, der hatte wahrscheinlich auch noch so Tränke bei. Die hat er ja selber genommen. Aber so ein bisschen Reis haben wir gekriegt. Den können wir uns jetzt mal einschnabulieren hier. Lecker, lecker Reis. Dazu noch ein paar rohe Pilze. Vielleicht so ein Apfel. Und ein paar Äpfel. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ja, jetzt kriegst du genauso viel aus dem Rest. Mach, dass du wegkommst. Wir haben es ja nur zigtausend Mal probiert. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. eigentlich total sinnbefreit. Er hat uns zigtausend Mal weggeprügelt. Naja, so ist das halt. Und die ganzen Hämmer hier, ey. Das ist ja, ich glaube, das Spiel wird bald wieder abkacken. So, wir können speichern. Wir haben es geschafft. Nein, Access Violation. Oh, das Spiel gönnt mir heute aber gar nichts, ey. Oh, jetzt muss man tatsächlich erstmal wieder laden, da das Spiel abgekackt ist. Naja, so ist das halt. Das ist eine Scheiße. Okay, jetzt sind wir vor dem Kampf. Naja, vielleicht schaffen wir es jetzt beim einmal fighten? Ich glaube nicht. So einen Ring hatten wir dafür anziehen können. Das ist eine Kacke, ey. Das Spiel gönnt mir heute aber auch nichts, ey. Mann. Mann, 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 ey. Na gut. Ey, wir machen den heute fertig. Das muss ich heute euch einfach nur irgendwie passend zurechtschneiden, damit es nicht so langweilig wird. Okay. Du Drecksack. Weg. Oh, jetzt haben wir ihn aber gut penetriert. Jetzt heilt er sich ja wieder, die Sau. Okay. Bist du bereit für Runde 2, Strike? So, erstmal die Kräuter rein. Auf geht's, Runde 2. Weg mit der Waffe, weg da! Ich glaube, ich bleib auch ein bisschen weiter auf Abstand. Ah! Tu das nie wieder. Müssen schneller heilen als er. Weg mit. Ha! Diesmal haben wir nur drei Versuche gebraucht. Immerhin. Wir haben es geschafft. Schon wieder. Wir haben nur ein bisschen weniger gebraucht. So, jetzt schnell speichern. Warum steht hier eine 2? Es müsste 4 sein. Es hat es geschafft zu speichern. Sehr gut. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Jetzt verkrümelisier dich. Willst du dich nochmal mit... Nein. Hau ab. Ich mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Achso, ich hab noch gar nicht mit den Leuten geredet, oder? Hab ich mit Gorn gar nicht, weil ich kann noch so, wie sieht's aus? Verpiss dich. Ich hab mit Gorn noch gar nicht gequatscht an dem Speicher. Holen wir das noch nach. Und ich hab einen Trank getrunken. Getranken. Einen Trank getranken. Er hier. Hey. Das gibt man mal, das kennen wir schon.
Wenn du meinst. Einfach mal ein bisschen skippity-skip. Kann ich hier irgendwo pennen? So. Und wir haben Shrike aus seiner Hütte geprügelt. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Sehr gut. Bis später. Bis später dann. Ja, super geil. Wir haben jetzt eine Hütte. Ist da noch was drin? Stimmt, wir könnten mal nur gucken, ob wir was looten können. Loot? Gibt's hier Loot? Eine Kiste, ist da was in der Kiste drin? Ne. Shrike hat er auch nichts. Ja gut, der hat die Hütte ja auch gerade erst besetzt, ne? Da hat er noch nichts reingepackt. So, mit wem können wir denn, gehen wir noch ein bisschen quatschen mit den Leuten, würde ich sagen, ne? Ein bisschen quatschen. Na du. Der Wolf. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Der Rüstungsbauer. Mhm. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Echt? Schade. Ja. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Da bin ich richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Ja, ja. Kannst du mir auch Bogen beibringen? Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Ja, da hat er recht. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Es geht eigentlich, ne? Aber die Lernpunkte haben wir gar nicht. Jagen? Kannst du auch Jagen beibringen? Wie komme ich an Fälle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Ja, die habe ich schon gesehen. Da haben wir schon gelernt. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja, was hast du denn da so Schickes? Erz hast du auf jeden Fall. Tränke, ja, wir haben ja noch ein paar. Die Blutflinge. Ach genau, und das war das Buch für die Stacheln, ne? Die holt es von uns. Das Erz hätte ich auch ganz gerne. Erz nehmen wir gerne mit. Ich glaube, die Weintrauben hat man doch auch für irgendeine Quest hat man die Dinger gebraucht, ne? Ich kaufe die schon mal. Ich weiß, für irgendeine Quest war das. Hat man die gebraucht. Schlüssel, Teller, Besteck, deine Kram kannst du behalten. Jetzt kriegst du noch so ein bisschen Nippes von mir. Oh, wir haben die Stachelkeule von Dings. Die ist sogar besser als unsere Schwerter. Dann kann er ja unsere Dinger haben hier. 250. Ja, hier die rostigen Dinger da. Mal ist ein bisschen loswerden hier, die ganzen Nippes hier. Keule. Knüppel. Die Bogen behalten wir mal, ne? Wir haben bisher noch gar keinen anderen. So, wie viel braucht der da noch? Aber wir haben ja noch so Fellkram und sowas. Haben wir bestimmt noch. Ja, so Fell. Das wolltest du ja sowieso haben. Das kannst du haben, das Zeugs. Becher, Rasierklingen. Was hatte der Shrike dabei? So ein paar Hämmer. Was fehlt noch? 5 und 2 macht 7, ne? Wanzenfleisch. Können wir davon nicht was kochen? Sumpfkraut. Ich glaube, das könnte man irgendwo anders noch verhandeln. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu essen. So ein paar Pilze haben. Eins noch, dann gebe ich dir noch einen Pfeil. Pfeil ist ja wie Bargeld. So. Jetzt stimmt's. Guter Tausch. Haben wir auch gut gehandelt hier. So, die Keule könnten wir mal ausstatten. Das haben wir auch so. Mächtigen Prügel. Das Schwert könnten wir, glaube ich, nochmal gegen zwei Tränke tauschen, ne? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von dir. Die Tränke hätte ich gerne noch. Dafür kannst du nochmal so das komische Schwert hier haben. Ja. Irgendwie hätte ich doch den
den Trank auch noch. 25 kriegen wir da auch noch zusammen, oder? Ja, die Pfeile, ne? Die brauchen wir gerade eh nicht. So, hier kriegst du noch ein paar Pfeile. Bitteschön. Jetzt bin ich glücklich. Speichern, wichtig, ne? Mal wieder speichern. Was seid ihr denn so für Kumpels? A-Hörnchen, B-Hörnchen? Bandit. Du guckst so. Wolltest du da gerade... Du willst in den Topf pinkeln, ne? In die Suppe von anderen rein, ne? Ja, ja. Deswegen hat er sich gerade umgeguckt. Der Butch. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay. Ich glaube, der will auch Stress. Aber der hat auch schon eine ordentliche Keule. Deine Fresse gefällt mir nicht. Aber ich will mit dir reden. Der mag nicht reden. Alles klar. Wedge. Hallo. Hey, du. Wer? Ich? Genau du. Komm mal her. Komm mal her. So ein richtiger Dealer, so. Psst, psst. Hier, komm mal her, hier. Was willst du denn? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Aha. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Ja, ja, der war ein bisschen mies gelaunt, aber was ist denn mit dem los? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Nö, hat er gar nicht. Der wollte mich jetzt nicht hauen. Der hat nur gesagt, er hat keinen Bock. Kannst du mir was beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Oh, Schlösser öffnen und Taschendiebstahl hat er. Naja, ein kleiner Dieb ist er. Der Butch. Dann wollen wir nochmal gegen den Butch ballern hier. So, dann vielleicht triggert man das jetzt erst. Hallo, Butch. Der hat gesagt, du willst haue. Also, bist bereit zum Hauen? Nö. Du erzählst Scheiße, Wedge. Ist dir schon mal aufgefallen? Ach, der Shrike. Hast du jetzt eine andere Hütte gefunden? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Na, hier wohnt sich doch schon viel besser hier drüben. Baal Kagan. Ey, Baal. Baal Dingsbums. Ja, du. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Der flüstert aber. Baal Kagan, der Schläfer sei mit dir. Baal Kagan, der Schläfer sei mit dir. Möge die Macht mit dir sein, ja, ja. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. Nee. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ja, du kannst nicht alle mit Kraut versorgen, ja. Warum schicken sie denn nicht noch einen weiteren Mann? Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Aus dem Schnaps verfallen. Ich könnte dir helfen. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Oh. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Kor Kalom geschickt. Er flüstert so, weil er der Dealer ist, ne? Deswegen flüstert er so. Ja, ich verteile das gern für dich. Ist ja ein bisschen Erz für mich drin, ne? Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen.
Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Kor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Ja, gib her. Ach stimmt, von ihm haben wir, glaube ich, den Schlafzauber bekommen für diesen komischen, einen Dude im Sumpf, ne? Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Einen Stängel? Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Ja, klar. Was hast du denn sonst noch so? Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Er hat noch ein bisschen. Wir können es... Es lohnt sich gar nicht, bei ihm einzukaufen, ne? Weil verteilen können wir, glaube ich, nur Schwarz und Weißer. Ansonsten könnte es sich, glaube ich, lohnen, die Novizen zu kaufen, weil man kriegt, glaube ich, 10 Erz pro Verteilung, ne? Wie viel haben wir denn jetzt bekommen von ihm? Wir haben 10 grüne Novizen. Ne, doch, dann lohnt sich das doch sogar. Man kann sogar hier Geld mitmachen, ne? Die Frage ist, ob er unendlich davon verkauft. Wir kaufen mal ein paar. Für 80. Aber noch 80, ich glaube, so viel Nippes haben wir gar nicht mehr. Ja, doch, hier die Flügel, oder? Kriegst du Flügel. So. Gib her das Kraut. Da machen wir mehr Erz von. So, jetzt haben wir 20. Jetzt könnten wir eigentlich 20 so eine Dinger verteilen. Hey du, hier die gleich nebendran. Willst du was? Kap was da. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, natürlich, natürlich. Es wird ein bisschen gedealt, Leute. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür, wenn du mal wieder... Die Zeile hatten wir schon. Die wir schon hatten, überspringen wir einfach mal. So, gehen wir mal rückwärts. Na, Schweig. Spiel abgekackt. Schwarz. Super. Lange nicht gespeichert. So läuft das Spiel. So, ich habe es gerade reproduziert, was wir bis hierhin gemacht haben. Ja, es passiert halt manchmal, dass es abkackt. Ist ein bisschen nervig, aber ja. So, wir waren dabei, schöne Freudenspender zu verteilen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, ja. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Mach ich. Ich werde schon öfter nochmal bei euch vorbeigucken und ein bisschen Erz generieren. Ist auch eine der schönen Möglichkeiten im Spiel, aus dem Nichts heraus vor allem Erz zu erzeugen. Willst du etwas? Und das geht sehr gut in der Kombination mit dem Sumpflager, weil da kriegt man ja immer 3 so eine Dinger am Tag, auch aus dem Nichts generiert. Und die kann man ja dann hier verteilen, so Shrike. Dir wollten wir einen geben, aus Nettigkeit. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nee, ich möchte dir den Joint geben. Magst du nicht? Okay. Aber ihr mögt doch sicher noch einen Joint, oder? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Mach ich. Na du, Wedge, ist auch so ein Ding. Aber bei dem mit Namen, den können wir nichts geben, ne? Nur die Standard-Dudes. Butch, magst du nicht ein bisschen Kraut? Das ist wirklich nicht mein Problem. Hallo, Butch, du da. Dem kann ich auch nichts anbieten. Wenn du meinst. Ja, der steht doch bei Instant auf. So, der will's aber. Du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Alles klar, Brudi. Auf Ehrenbasis. Normal. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz, wenn du... Ja, jetzt wiederholt sich das so langsam. Wir können auch bei den Söldnern noch ein bisschen was verteilen, aber so ist gerade ganz gut, ne? Einfach jeden anquatschen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast. Ja, wenn ich mal wieder was hab, dann schnacksel ich auch mal wieder vorbei. Oh, der andere raucht schon, aber du siehst so aus, als willst du das auch haben wollen. Als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ist klar, Brudi. Machen wir. So.
Hier oben? Achso, wir können ja mal bei den Söldnern rum, aber das ist mal so weit weg. Wir gehen mal hier oben lang. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Leute, die wir, mit denen wir quatschen können. Ja. Yeah. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich hab was. Ich hab da. Frisch von den Plantagen, Leute. Ich hab ein bisschen Sumpfkraut dabei. Klar, hier ist... Wenn du mal willst... Das ist das beste Shit, das sage ich euch. Das ist eigentlich der günstigste Kack. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Oh, der Buster. Wie kannst du mir denn helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Oh, Akrobatik für 10 Lernpunkte. Nee, braucht man nicht. Braucht man nicht. Können wir uns eh nicht leisten. Müssen erstmal ein Level machen. Na, ihr zwei Hübschen? Ein Stängelchen? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind's. Wenn du mal wieder... Und du? Deine Freundin hier auch? Ja, auch so ein kleines? Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 her. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ah, alles klar. Brudi. Alles voll auf Ehrenbasis hier. Wer sitzt denn da drin? Bruce. Hallo, Bruce. Willst du einen Stängel? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast. Er hat einen Namen, aber mit ihm kann man auch nur so Standard Palaver, ne? Vielleicht hatten sie für Bruce irgendwas überlegt gehabt. Und dann doch verworfen und ihn einfach so den Standard-Banditen-Scheiß gegeben. Weiß ich nicht. Würde mich interessieren, ob die Piranha Bytes für Bruce was geplant hatten. So aus dem Kopf erinnere ich mich nicht an Bruce. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit... Ja klar, Brudi, ich komm da rum. Na du, willst du auch noch was? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich hab. So, wie viel haben wir eigentlich noch? 6, ne? 6 Leute müssen wir noch versorgen, ne? Das kriegen wir hin. Hallo, jemand zu Hause? Ich hab schönen Kraut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der Sharky. Hey, was ist mit dir los? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen, ob du was kaufen willst. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Was hat er denn so? Oh, der hat aber Erz. Aber bei ihm könnte man es verhökern. Was hat er denn so an Waffen? Na, nur so Nippes-Kram, ne? Das ist auch nicht so geil. Ein bisschen Essen? Aber Erz hat er, das müssen wir uns merken. Das wollen wir nochmal tauschen. Tränke sind vielleicht auch nicht verkehrt. Nö, Sharky, andermal. Wir könnten auch Laris mal was anbieten, ne? Wo willst du denn hin? Na, da rein. Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ja, da will ich hin. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Das ist schön. Und du? Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez Leuten Laris zu nahe kommt. Alles klar. So, erstmal wieder safen, würde ich sagen. Was mit dir? Wo soll's denn hingehen? Na, da rein. Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Nö. Ich will mich eurer Bande anschließen. Ah, stimmt, ich habe auch diesen Ring, ne? Mordrak hat mich geschickt. Aber ich will mal gucken, was passiert, wenn ich das nehme. Ich glaube, dann verhaut er mich, oder? Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Ja. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier. Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Das machen wir auch. Ich gehe auch mal zu Laris mal gucken. Da willst du bestimmt auch ein Krautstängelchen, oder? Die gute Laris. Hä? Wo kann ich hier was lernen? Ich glaube, da haut er mich gleich, ne? Ich weiß, bei ihm kann man was Falsches sagen, dass er einfach haut. Ich will mich eurer Bande anschließen, ja? Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen?
Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst. Die Untertitel sind aber auch schon so ein bisschen crazy. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Warum redet mein Charakter jetzt? Ich will mich bei denen noch nicht anschließen. Also falls ich mich jetzt damit, ich weiß es nämlich nicht, ob ich jetzt schon automatisch damit Kapitel 2 trigger. Das will ich nämlich nicht. Ich will mich noch erst noch ein bisschen was anderes machen. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Ja, 400 Erz kann ich machen. Also wenn ich EP dafür kriege, mache ich das. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Also ein bisschen Stärke könnte man nehmen, oder? Ich will mich verbessern. Wir haben, glaube ich, noch 6 Punkte. Machen wir ein bisschen stärker. Werden die Kämpfe ein bisschen leichter. Ja, reicht, oder? Das reicht dir, will ich erstmal nochmal speichern, weil das, wie gesagt, nächste Kapitel will ich noch nicht triggern. Ich will mich... Nee. Will mich nicht verbessern, ich möchte das hier. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Ah. Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Voraussetzung Level 5? Welches Level haben wir denn? Wir sind Level 5. Also vom Level, von Erfahrungsmäher sind wir schon bereit. So, verteilen wir noch die ein paar Stängel, würde ich sagen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier die Söldner da drüben hier. Ich glaube, Gorn zieht da auch gerne einen durch, oder? Leute, ich hab was. Was da? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, Kollege. Und der Drehknecht hier, möchtest du auch was? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Das mache ich. Hab noch 4 Stück, ne? 4 müsste ich noch haben. Du da? Der hat sich da gerade hingesetzt. Und ihr hier oben? Ah, wie geht's euch so? Du da. Du trinkst, aber was zu rauchen zum Trink dazu? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal... Ja, wenn ich wieder was hab, komme ich vorbei. Das kennen wir schon, die Floskeln. Na du, du willst auch was. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Wenn du wieder... Verteilen wir mal ein bisschen. Na, noch einen schönen Stängel dazu, dann ist das Schleifen doch viel entspannter. Ich hab Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Warum nicht? Die knutschen sich ja schon. Ja. Willst du etwas? Gib her, wenn du wieder... Haben wir noch was? Nee, ne? Das haben wir alles verteilt. So, dann können wir ihm hier sagen, wir haben... verteilt. Hallo, Balkagan. Der flüstert auch mal so. Ich habe das Kraut verteilt. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Nee, helfen beim Aufnehmen? Ich weiß nicht. Also Erz kann er sich stecken. Also Erz braucht man nicht unbedingt. Spruchrollen würde mich interessieren, ja, welches da gibt, das ist tatsächlich so. Die Aufnahme, ich glaube, weiß nicht, kriegt man dafür Erfahrungspunkte? Weil dann würde sich das auch noch lohnen, aber ich glaube, man kriegt überall Erfahrungspunkte, oder? Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese,
Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Darf ich 3 wählen? Ja, dann nehme ich die 3 Spruchrollen. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. 3 aus. Auf jeden Fall die Windfaust, nee, den Schlaf für die Quest unten, ne? Um den einen Schüler, so einen Schüler einzuschläfern. Dann die Telekinese, aber ich glaube, davon kriegen wir auch noch später ein paar. Die brauchen wir erst ganz am Ende, brauchen wir die einmal für diese komischen Fokus ein. Charme? Charme war, glaube ich, freundlich stimmen. Es war wie dieser Vergessenszauber, oder? Ich glaube, den nehmen wir mal, um das auszuprobieren. Windfaust, Angriffszauber brauche ich jetzt nicht unbedingt, oder? Pyrokinese eigentlich auch nicht. Telekinese, wenn dann. Ist, glaube ich, noch ganz nützlich. Das waren 3. Verwende sie weise. Ja. Sind auch nützliche Zauber dabei. So, hast du noch ein paar Stängel zu verkaufen? Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Ah, nein. Er hat leider die Novizendinger da, die grünen Novizen hat er leider nicht mehr. Es wäre cool, wenn er die so erzeugt wie so ein Schmied, weil dann könnte man hier immer wieder 10 kaufen, 10 verteilen, 10 kaufen, 10 verteilen. Und man macht ja pro Anlabern dann sogar 2 Erz gewinnen. Ja, geht ja dann. Na, man streckt das ja auch so ein bisschen. Ist ja, gehört ja dazu, man kennt sich ja aus, ne? So, aber ich sehe, wir sind auch schon einige Zeit wieder am Daddeln. Wir speichern hier auf jeden Fall einmal rein. Und dann soll's das für heute gewesen sein. Super geil. Wir haben viel geschafft. Eigentlich nicht so viel. Wir haben uns fahren lassen. Wir haben Kraut verteilt. Wir waren bei Laris. Und haben eine neue Waffe. Super nice. Ne? Wie immer, ihr kennt das Spielchen. Kommentare machen und so weiter. Schreibt mir auf jeden Fall wegen der Lagerauswahl. Ob ihr da was präferiert. Ich würde mich sonst dem neuen anschließen. Wenn es nach mir geht. Kennt das übliche Spielchen. Die ploppen oder sind schon aufgeploppt. Die nächsten Videos vorgeschlagene Sachen und sowas. Abonnation-Knopf, den könnt ihr streichen, wenn ihr es noch nicht habt. Glocke anmachen, kennt ihr die ganze Kram, ne? YouTube-Stuff. Das, was alle erzählen, erzähle ich euch jetzt auch. Nur in Schnellformat. Ja, bis dahin und so weiter, ne? Bis zum nächsten Mal und dann haltet die Ohren steif. Wir sehen uns.